Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit für Erklärungen. Nimm die nächste Maschine von Paris nach Peking, frage dort nach Brei. Er bringt dich zu mir nach Xihang. Vertrau mir, Nicole. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jacques Bormelo und ich bin heute Ihr Kapitän. Wir haben heute ein regnerisches Wetter, doch wird uns dieses auf unseren Flug nicht beeinträchtigen. Wir werden unser Ziel, den Flughafen von Peking, voraussichtlich in 8 Stunden erreichen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Einen Drink, der Herr? Okay, dann warte ich eben, bis die Dame vorbei ist und beginne meine Erkundung des Flugzeuges danach. Einen Drink, der Herr? Ah! Was haben Sie getan? Den ganzen Kaffee einfach über mich geschüttet. Und qualifiziertes Personal. Für so etwas bezahlt man auch noch Geld. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. So etwas Dummes. Wie konnte mir das nur passieren? Bitte, lassen Sie mich das sauber machen. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Guten Tag, mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Guten Tag, Braun ist mein Name, Sigmund Braun. Sind Sie der Kapitän hier? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Reisender, genau wie Sie, nehme ich an. Wenn ich der Captain wäre, würden Sie mich wohl an meiner Uniform erkennen. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille am Flughafen verloren und muss zugeben, dass ich ohne sie ziemlich blind bin. Ich kann froh sein, dass ich den richtigen Flieger erwischt habe. Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das Herz begehrt. Oh, ein Saft reicht fürs Erste völlig. Kommt sofort. Es steht nichts mehr drauf. Wir haben keine Cola mehr. Warten Sie, bis ich hier fertig bin. Dann gebe ich Ihnen gern etwas anderes. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Das Stück Metall ist zu dick. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Oh nein. Nö. Das Stück Metall ist zu dick. Es steht nichts mehr drauf. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Das Stück Metall ist zu dick. Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Es steht nichts mehr drauf.
Toll. Was soll ich jetzt... Das Stück Metall ist zu dick. Oh nein. Das geht nicht. Nein. Das geht nicht. Keine gute Idee. Guten Tag, mein Name ist George Stobart. Oh, hallo. Ich bin Armando. Wie geht's dir, George? Danke, ganz gut. Hätten Sie was dagegen, wenn wir uns ein wenig unterhalten? No problema. Ich mag Flugreisen auch nicht, auf denen man einfach nur rumsitzt. Erzählen Sie etwas über sich, Armando. In Ordnung. Ich komme aus Argentinien, wo ich auf einer Großbaustelle arbeite, aber nebenberuflich bin ich Bodybuilder. Das ist meine große Leidenschaft. Klingt interessant. Und was tun Sie hier in Frankreich? Ich bin auf dem Weg zu einem großen Wettbewerb. Junge, wenn ich den gewinne, kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Wissen Sie, ich hatte auch mal eine sehr durchtrainierte Figur. Es stimmt zwar nicht, aber man wird doch wohl mal ein bisschen angeben dürfen. Ach ja? Nun, viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Entschuldige, George. Ein kleiner Scherz. Schon okay. Lassen wir das. Bis später. Adios, mi amigo, George. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Kommt ganz drauf an. Also, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht dieses kleine Stück Metall verbiegen könnten. Schätze schon. Aber hol mir erst mal was zu trinken. Junge, ich bin am Verdursten und dieses Stewardess kommt einfach nicht. Zufällig habe ich eine Dose Cola dabei. Das Problem ist nur, dass ich sie nicht aufbekomme. Zeig mal her. Kein Problem für mich. Hey, Sie sind wirklich stark. Ja, jetzt brauche ich nur noch was zu futtern. Hören Sie, ich arbeite wirklich dran, aber dazu müssten Sie mir erst mal diesen einen Gefallen tun. Na, dann gib mir mal dein Stück Metall. Das habe ich Ihnen schon gegeben. Oh nein, sagen Sie bloß, Sie haben es... Ah, hier habe ich es. Hab wohl aus Versehen drauf gesessen. Bitteschön. Riecht zwar jetzt etwas nach argentinischem Frühstück, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wow, es ist bereits verbogen. Ziemlich perfekt sogar. Dieser Typ scheint einen verdammt durchtrainierten Hintern zu haben. Na bitte, offen. Bitte sehr. Vielen Dank, das ist genau das Richtige. Noch etwas zu trinken, Sir? Oh ja, bringen Sie mir noch einen Saft. Toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Toll, was soll ich... Bitteschön. Danke. Das schmeckt aber anders als der Saft davor. Er brennt fast ein bisschen. Es ist mir sonnenklar. Dieser Mann ist einiges gewohnt. Dieser Rum muss bei jedem Normalsterblichen brennen wie die Hölle. Oh, ja. Das ist eine neue Geschmacksrichtung. Schmeckt sie Ihnen?
Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche davon. Kommt sofort. Ihr Saft, Sir. Danke. Reisen Sie zum ersten Mal? Nein, ich habe leider schon einige Flüge hinter mir. Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie, doch was sich im Verborgenen bei den unterschiedlichsten Fluggesellschaften abspielt, ist nicht mehr akzeptabel. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag der Fluggesellschaften. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, es ist wahr. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist. Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung in eine andere flüssige Speise zum Tod führen kann. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach kommen Sie, was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Knapp 4 Millionen Euro. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der dann lautet, dass bei jedem während dem Flug erkrankten Passagier eine Summe von 4 Millionen an die betreffende Fluggesellschaft geht. Das klingt obskur, doch es ist die Wirklichkeit. Man spricht vom Vertrag 20. Natürlich machen die Firmen das nicht immer, doch folgen die Anschläge einem ganz bestimmten Muster. Etwa im 4-Monats-Abstand. Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Doch ehe man selbiges untersuchen konnte, war die Nahrung verschwunden. Vielleicht war das Essen einfach nur verdorben, das kann doch mal passieren. Eben nicht. Eine rosa Verfärbung kommt nur im Zusammenhang mit Hexanol vor. Es gibt kein anderes Mittel, das solch eine Reaktion auslösen könnte. Dabei kommt es darauf an, ob es eine helle oder dunkle rosa Verfärbung ist. Bei der hellen besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der dunklen jedoch kann man seinem Leben Adieu sagen. Sehen Sie hinter dem Vorhang, wie die Flugbegleiterin dieses kleine Fläschchen in ihren Schrank stellt? Das ist es. Sie wartet nur auf eventuell kommende Anweisungen und dann, zack. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles Mögliche sein. Seien Sie gewarnt. Mal schauen, was das Bordmagazin so zu bieten hat. Hier bitte Ihr Getränk. Aber ich habe doch nichts bestellt. Ach, das hat Ihr Sitznachbar für Sie getan. Guten Tag, ich bin Monsieur Bray. Als Gäste der Höflichkeit sah ich mich dazu verpflichtet, Ihnen einen kleinen Drink zu spendieren. Oh, das tut mir leid, ich trinke keinen Alkohol. Sind Sie sicher? Der Drink schmeckt wirklich gut. Entschuldigen Sie mich. Wenn er Ihnen so gut schmeckt, überlasse ich den Drink lieber Ihnen. Nein, nein. Ich hatte heute schon 2. Wie Sie wünschen, Monsieur. Sollte ich Skrupel haben? Ja. Ich nehme das Geld dennoch an mich. Ich werde mir die Geldbörse mal etwas genauer ansehen. Prinz Chen Yang von Xihang und Christoph Bray, 18. Juli 2002. Prinz Chen Yang von Xihang. Mal schauen, ob ich noch etwas finde. Dieser Mann wollte mich töten, damit ich den Jungen nicht finde.
Aber wenn Brei mit dem Prinzen auf einem Foto ist, heißt das, dass ich zu spät komme. Nun brauchen sie nur noch das Siegel. Gott sei Dank habe ich das. Vielen Dank, Stobart. Bitte folgen Sie mir, ohne Aufsehen zu erregen, zur Bordtoilette. Okay, aber ich warne Sie. Ich kann in engen Räumen Platzangst bekommen. Sie haben also das Siegel. Zerstören Sie es. Wovon reden Sie? Ich bin nicht von den Tempelrittern. Ach, kommen Sie. Ich habe zwar schon einige Male was auf den Kopf bekommen, doch für so dumm können Sie mich nicht verkaufen. Ich habe Ihr Angehörigkeitsabzeichen gesehen. Sie denken wohl, dass es nur auf Seiten der Neotempler Spitzel gibt. Sie wollen also sagen, dass Sie nicht den Templern Ihre Hörigkeit verschrieben haben und stattdessen gegen selbige spionieren? So könnte man es sagen. Wer schickt Sie? Ich arbeite beim französischen Geheimdienst. Und was wollen Sie mit mir? Geschweige denn mit den Templern? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin geduldig. Ich denke, Sie haben Platzangst. Schon, aber nur in dunklen, verlassenen, alten, syrischen Höhlen, deren einziger Türgriff sich gut versteckt in einer Felswand befindet. Ah, ja, geht mir auch so. Wie dem auch sei, wir ermitteln bereits über 7 Jahre gegen die Neotempler. Wegen Verdachts des Massenmordes, der unerlaubten Sektenausübung sowie des Gebrauchs von Drogen. Doch der Erfolg blieb uns leider verwehrt. Wir konnten ihnen nichts nachweisen. Jegliche Beweise sowie Zeugen verschwanden kurz vor dem Gerichtsprozess. Bis wir vor knapp 3 Monaten mitbekamen, dass Sie und Ihre Freundin Nicole Collard in der Vergangenheit in privater Sache gegen die Tempelritter ermittelten. Daraufhin nahmen wir Kontakt zu Ihrer Freundin auf. Diese erzählte uns, dass Sie in die USA reisten. Zudem konnte sie uns nützliche Hinweise über die Templer geben. Wir schleusten Sie also als Spionin in den Orden ein, damit sie noch mehr über diese Sekte herausfindet. Moment, Nico sagte, sie wäre den Templern zwar beigetreten, doch nur um ihren Onkel aus deren Klauen zu befreien. In der Tat, das war aber nur eine ihrer Aufgaben dort. Ihr Onkel war unser einziger Kontaktmann, doch irgendwann riss die Verbindung zu ihm ab. Da war es natürlich rentabel, dass es ausgerechnet Mademoiselle Collards Onkel war. Anreiz genug, sich als Spionin für uns engagieren zu lassen. Auf jeden Fall klappte es einige Zeit lang ganz gut, bis sie von den Neotemplern eine treue Aufgabe bekam. Sie musste den größten Templergegner von Paris umbringen, den Bürgermeister. Also stimmt es doch, was man in den Zeitungen gelesen hat? Nein. Ihre Freundin sträubte sich dagegen. Sie wollte mit ihrem Onkel und den Beweisen fliehen, doch ihre Tarnung flog irgendwie auf. Ihren Onkel und unseren Kontaktmann musste sie zurücklassen. Aber sie hat uns sehr gute Beweise mitgebracht. Darunter auch die Geschichte mit der Zeitreise, wegen der Sie ja eifrig unterwegs sind. Auf jeden Fall riet uns Ihre Freundin, Sie als Hilfe in die Sache einzuschalten. Allerdings wurde Frau Collard von diesem Zeitpunkt an rund um die Uhr bewacht. Und so mussten wir uns was einfallen lassen. Wir ließen Nicole für einige Tage verschwinden. Zudem schrieben wir an Sie die Nachricht, Ihre Freundin wäre verstorben. So dachten die Templer, die Nicoles Post ständig abfingen, sie wäre tot und bewachten sie seitdem nicht mehr. Sie, Monsieur Stobart, dachten zwar auch, sie wäre tot, doch so kamen sie uns Gott sei Dank zu Hilfe, ohne dass die Templer selbiges mitbekamen. Naja, zumindest eine Zeit lang. Als sie eintrafen und die Tempelritter ihre Freundin, wie bereits gesagt, nicht mehr beobachteten, ließen wir Nicole wieder auftauchen. Natürlich konnte sie ihnen nicht alles über unsere Pläne sagen, denn im Falle einer Festnahme von ihnen, was ja dann auch geschah, hätten die Templer alles aus ihnen herausgefoltert und unsere Ermittlungen wären gescheitert. Und wo ist Nico jetzt? Dazu komme ich noch. Nichtsdestotrotz haben wir sie die ganze Zeit beobachtet. Zwar konnten wir ihre Festnahme in York nicht verhindern, doch ich war ständig bei ihnen. So zum Beispiel in der verunglückten U-Bahn, in der auch Nico sowie Kahn saßen. Wir ließen mittels bestochener Techniker und Zugführer den Zug kontrolliert entgleisen, um somit ihnen dreien die Gelegenheit zu bieten, zu flüchten und mit mir zu kommen. Hey, wir hätten draufgehen können. Nein, das ist nicht richtig. Der Zugführer fuhr auf unseren Befehl hin mit 20 km/h. Das reicht zwar, um ordentlich durchgeschüttelt zu werden, doch für eine Entgleisung mit folgenschweren Konsequenzen war dieses Tempo viel zu niedrig. Als unsere Männer sie drei dann rausholen wollten, konnten wir sie nicht finden. Nur Kahn und Nico waren auffindbar. Doch von ihnen keine Spur. Als wenn eine U-Bahn so groß wäre.
Wir waren unter gehörigem Zeitdruck. Aha. Als wir dann erfuhren, dass Sie das Siegel hatten, waren wir heilfroh. Und warum wollten Sie mich dann vorhin umbringen? Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass Sie dem Jungen begegnen. Hä? Weiß Nico davon, dass Sie mich töten wollten? Und warum soll ich den Prinzen nicht vor den Neotemplern retten? Nico wusste von meinem Plan, sie zu töten, nichts. Sie hätte es auch nicht zugelassen. Denn sie liebt sie sehr, müssen Sie wissen. Sie dürfen den Prinzen deshalb nicht erreichen, weil er mit den Templern unter einer Decke steckt. Und weil er sie wahrscheinlich, nachdem er das Siegel an sich genommen hätte, getötet hätte. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mir wurde gesagt, dass die Familie des Prinzen die Templer damals verraten hat. Warum sollte der Prinz seinen Erzfeinden helfen, indem er jemanden tötet, der gegen sie operiert? Das stimmt. Der asiatische Hofadel hat die Templer damals verraten. Doch genau das ist der Grund, warum der Prinz mit ihnen zusammenarbeitet. Wiedergutmachung. Lediglich die engsten Vertrauten wissen Bescheid. Selbst die eigene Leibgarde, von der sich ein Ausreißer zufälligerweise im Zug befand, dachte immer noch, die Templer wollten den Prinzen umbringen. Aber ohne Siegel kann dieses Treffen doch nicht stattfinden. Genau. Doch es gibt noch eine Art Ersatzsiegel, auf das die Templer jetzt scharf sind. Ihr Siegel ist nicht unbedingt vonnöten. Und wo soll dieses Ersatzsiegel sein? Nach unseren neuesten Informationen befindet es sich ebenfalls in China. In einer Stadt mit dem Namen Wuhan. Genau da, wo seit einigen Wochen eine sogenannte Tourists Group angeblich nach Dinosaurierknochen sucht. Die Templer. Ja, das denken wir auch. Eins noch. Warum haben Sie dann ein Foto von sich und dem Prinzen? Was denken Sie, woher ich weiß, dass der Prinz mit den Templern gemeinsame Sache macht? Ich war einer der Vertrauten. Und was genau sollen wir jetzt machen? Das werden wir in China besprechen. Dort treffen Sie übrigens auch Nico und Khan wieder. Meine Kollegen haben Sie dorthin gebracht. Okay, Haudegen. Wir arbeiten ab sofort Hand in Hand. Gerne, George.